So, hallo und willkommen zurück zum Let's Play Eurotruck Simulator 2. Und die Musik ist wieder eine Pracht hier. Wir sind in einer neuen Aufnahme immer noch auf dem Weg nach Spanien. Wir befinden uns immer noch in der Wüste. Ich weiß gar nicht genau wo, weil meine Erdkunde-Skills einfach wieder schlecht sind. Naja, das will man tun. Zurück mitgestärkt mit Getränken und allerlei Snacks wollte ich jetzt gerade sagen, was aber gar nicht stimmt, weil ich habe nichts zum Essen dabei. Egal. Man wird auch mal ein bisschen Zeit ohne Essen aushalten können. Genau, nämlich als Trucker hier mitten in der Wüste. Da hat man es nämlich nicht einfach, aber mit der geeigneten musikalischen Untermalung ist das alles gar kein Problem. So. Und ich peile einfach mal als Ziel für diese Folge ein, dass wir noch übersetzen aufs europäische Festland. Und ich habe mal wieder für diese Folge ein klitzekleines, Gesprächsthema. Es ist eine kleine Ankündigung. Und zwar zusammen kann ich das ein bisschen beantworten mit der Frage, die ebenfalls eine gute Rock-Susa gestellt hat. Und zwar, ich lese gerade mal wörtlich vor. Ich muss ganz kurz mal raussuchen. Lege ich es mal ganz kurz wörtlich vor. Und zwar... Ach, Tag, Kollege. Eine persönliche... lesen. Tag, Kollege. hast du irgendwelche Vorsätze für deinen Kanal im Jahr 2015? Und welche wären dies? Also, ich bin ja generell ein Mensch, das habe ich schon in meinem Silvester-Special erwähnt, der sich keine Vorsätze macht. Einfach aus dem Grund, ich bin ja, glaube ich, persönlich emotional zu wenig stark dazu. Und ich bin generell ein Mensch, der sich so sagt, ich beschränke mich auf die wenigen sinnvollen Sachen im Leben und das Sinnlose lasse ich einfach beiseite. Also Prioritäten setzen ist eins meiner Leitprinzipien, sowohl schulisch gesehen als auch in allen möglichen anderen Bereichen. Also Prioritäten setzen, darauf läuft es meistens hinaus. Und deswegen nehme ich mir generell persönlich keine Vorsätze. Wenn man es jetzt allerdings auf den YouTube-Kanal ausweitet, dann habe ich mir, ja, den Vorsatz gemacht, einfach weiter, also im Prinzip ist es der Vorsatz, einfach weitermachen. Es kommt anscheinend, was ich immer noch irre begeistert finde, es ist nicht einmal ein Jahr her, seitdem ich angefangen habe, es war ja Mai 2014, es ist nicht einmal ein Jahr her und es gibt schon so unglaublich viele Leute, die sich das hier regelmäßig anschauen und dann muss ich anscheinend irgendwas richtig machen, deswegen habe ich mir als Vorsatz genommen, einfach so weiterzumachen, oh hier dürfen wir nicht überholen, ja dann bremst du am besten mal, so weiterzumachen wie bisher, das heißt Richtlinie, ein Video pro Tag, 14.30 Uhr, ich denke, die Zeit ist ganz angenehm, also im Prinzip weiterzumachen und vor allem auch mit dem weiterzumachen, was gut ankommt, was in dem Fall natürlich Omsi wäre. Omsi ist das Spiel, mit dem ich den Kanal aufgezogen habe und ich habe immer noch viel Spaß dran, gar keine Frage, das hat natürlich, wenn man sich so bei den anderen Let's Playern umschaut, die Omsi-Spiele lässt das nach einigen Folgen nach. Und ich würde nicht sagen, ich kratze an der 200, aber es geht steil auf die 200 Folgen zu. Und ich muss sagen, ich habe noch richtig viel Spaß dran. Ich spiele auch privat, wenn denn mal Zeit dafür ist, immer noch relativ viel Omsi. Und das ist das Ziel, was ich weiter verfolgen möchte, regelmäßig das zu bringen, was ihr sehen wollt. Was die natürlich Omsi wäre, da halbwegs weiter den Rhythmus zu halten. Und einfach generell mit YouTube so weiterzumachen und auch insofern weiterzumachen, dass ich überhaupt den Anspruch halten kann, weiterhin auf Kommentare zu antworten, weil das ist wirklich was, was nicht bei anderen YouTubern echt richtig ankäst, die das nicht tun. Nämlich dieses einfach ignorante Verhalten gegen Kommentaren, über das ich das weiter behalte, auch wenn der Kanal weiter wächst, was er gerade im Moment tut, dass ich dann trotzdem weiterhin einfach auf solche Sachen eingehen kann, dass ich dafür Zeit finde. Und das sind im Prinzip so die Vorsätze. Einfach also weiter auf Community-Wünsche auch in Bezug auf welche Let's Plays einzugehen und auf Kommentare zu antworten, sowie mit dem weiterzumachen, was gut funktioniert. So, was kann ich jetzt auf kurzfristige Weise im Prinzip als kleine Ankündigung etwas weiter gesehen davon raushauen? Ist also ja kein deutscher Satz, der irgendeinen Sinn gemacht hat, oder? Tragisch, tragisch. Also, was ich sagen wollte, was steht in nächster Zeit an? So, wir haben jetzt Ende Januar. Und Mitte, Ende März, also Mitte März, fangen die Abitursklausuren an. Und mich trifft dieses Jahr auch, das heißt Abitur 2015, das ist mein Jahr. Und
ganz genau das ist, ich würde nicht sagen das Problem, aber das ist die Tatsache, dass ich dieses Abitur schreibe und dass man doch, dadurch, dass das Abitur doch einigermaßen, zumindest mal zukünftig, zumindest in den nächsten paar Jahren, in 20 Jahren würde ich keiner mehr nach einem Abiturschnitt fragen, aber zumindest für den mittelfristig gesehenen Weg, den ich ja immer einschlagen werde, ist das Abitur doch relativ relevant und genau aus dem Grund ist mein persönliches Ziel, mir dafür Zeit rauszunehmen. Das heißt, YouTube ist wirklich ein schönes Hobby, es macht mir extrem viel Spaß und deswegen ist es gleichzeitig auch sehr schwierig für mich, mich da etwas rauszuhalten, mich ein bisschen zurückzunehmen und nicht sagen, ich möchte jetzt weiter durchmachen, hier weiter regelmäßig aufnehmen. Deswegen werde ich so in den letzten 1,5 Monaten, wenn es auf Abitur zugeht, wenig bis gar nichts mehr aufnehmen und dann nur noch vorausproduzieren, was ich im Prinzip schon relativ viel getan habe. Diese Aufnahme gehört insofern eigentlich auch dazu. Quasi dann noch das rauszuhauen, was ich habe. Was in dem Fall dann wäre, das Let's Play von Deponia, was quasi hier im Anschluss an die paar Folgen Euro Truck Simulator 2 startet. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und das habe ich im Prinzip auch schon komplett fertig auf Platte. Habe ich sogar letztes Jahr angefangen. Ist schon komplett auf Platte und hat, finde ich, einen richtig klasse Humor. Also, da könnt ihr echt wirklich mal reinschauen. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aufnehmen, die Story ist echt witzig. Regt auch gegen Ende ein kleines bisschen zum Nachdenken, aber die Charaktere sind echt klasse konstruiert und ist echt top. Also, das Let's Play Deponia wird quasi hier starten, nach dem Euro Truck Simulator. Also, wahrscheinlich kommt jetzt hiernach noch eine Folge und dann startet Deponia. Und wenn ich die Folgen so schneide, wie ich mir das gedacht habe, dann reicht das ungefähr bis Ende März, wenn ich es im 2-Tage-Rhythmus rausbringe, so wie es angedacht ist, ohne Radfahrer. Dann reicht das quasi bis Ende März, bis ich dann fertig bin und dann werden wir weiter schauen, was denn zu verfahren ist. Also das ist im Prinzip mein Ziel, das im Voraus aufgenommen zu haben. Habe ich, denke ich, ganz gut geschafft, werde ich auch raushauen. Und das ist ja im Prinzip ein Teil der Ankündigung, die ich tun wollte. Let's Play Deponia startet. Alles im Voraus, das heißt, Tipps in den Kommentaren oder sowas bringen leider nichts. Wenn ich gefailt habe, dann habe ich schon gefailt und dann habe ich das Problem aber auch schon gefunden. So, der Kollege wartet, das ist ganz praktisch. Also das werde ich raushauen. Das wird dann trotzdem einigermaßen regelmäßig im 2-Tage-Rhythmus kommen, seine 15 bis 20 Minuten Folgen. Okay, also 18 bis 20 Minuten Folgen. Denke ich dann, dürfte für alle Menschen, die zwar gerne um sie sehen würden. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es dann trotzdem noch von mir ein kleines Lebenszeichen regelmäßig, dass ihr mich nicht ganz vergesst. Das wäre tragisch und schade. Das heißt, es kommt auf jeden Fall nochmal irgendwas. Omsi wird leider in, zumindest mal in der Härtezeit, also im März kann ich euch versprechen, wird keine einzige Folge Omsi auf meinem Kanal laufen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Omsi ist ein Spiel, was ich aus mehreren Gründen nicht gerne im Voraus aufnehme. Zum einen, weil es extrem schwierig ist, das in einem großen Stil aufzählen, einfach mal die ganze Zeit am Quatschen ist und irgendwie wenig Interaktion, wenig Story und sowas hat, da muss man echt schauen, dass man Dauer quatscht und das ist wesentlich anstrengender, als irgendwas anderes aufzunehmen. Also bei Deponia habe ich irgendwie auch schon mal eine 5-Stunden Aufnahmesession hingelegt und das hat einwandfrei funktioniert. Wird allerdings, okay, die Musik ist sehr laut gerade. Allerdings wird das bei Omsi oder sowas leider nicht funktionieren. Und auch Grund Nummer 2 ist, dass ich gerne immer aktuelles Zeug präsentieren würde. Was natürlich nicht funktioniert, wenn ich im Voraus aufnehme. Das heißt, da hat man irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Reinhausen mit einem Zitaro oder so. Das wird auch keiner mehr sehen. Und deswegen werde ich ja dann auf ein Minimum reduzieren. Wenn ich Glück habe, kommt dann noch die eine oder andere Folge. Kann ich schon mal ankündigen, ich weiß es nicht. Von dem Portal 2 Koop-Test kann man, ich weiß gar nicht, ob das bis dahin noch funktioniert. Das habe ich nämlich auch angedacht. Zwar als Koop mit dem guten Anboa Andi, ein guter VKL. Mit dem habe ich dann nämlich die Portal 2 Koop-Test kann man geplant. Und wenn da alles gut läuft, dann wird das im Prinzip so die Lücke zwischen zwischen Tagen füllen. Ein Tag dann Deponia, der andere Tag. Das wird aber, denke ich, schwierig bis unmöglich sein, einigermaßen was zu reißen, aber vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall Deponia ist sicher, das ist alles aufgenommen und das würde ich quasi im Prinzip erwarten.
in der nächsten Zeit und also könnt damit rechnen, dass alles nicht aktuell ist und dass ich dann auch Schwierigkeiten habe, auf irgendwie Sachen zu antworten, weil ich habe schon wieder gemerkt, das habe ich mich heute, bevor ich jetzt die Auto Truck Simulator 2 aufgenommen habe, habe ich ein paar Kommentare durchgegangen, gerade auch in Bezug auf die Frage, die ich beantworten wollte, habe wieder ein paar Menschen geantwortet und es frisst enorm Zeit, aber es ist auch wirklich eine schöne Zeit, die quasi in Anführungsstrichen gefressen wird. Also weg ist es natürlich nicht. Es ist eigentlich gut zu wissen und auch schön zu wissen, dass da nicht nur Leute sind, die zuschauen, sondern auch wirklich mit einem interagieren. Das ist klasse. Allerdings wird mir dazu auf jeden Fall die Zeit fehlen, weil es enorm zeitintensiv ist. Ich hoffe vor allem auch, dass ich die ganzen Videobeschreibungen, Thumbnails und sowas alles fertig bekomme. Ist alles geplant. Holala, wird es ein Stress. Auf jeden Fall, damit ich dann da komplett aufs Abi konzentrieren kann und damit ich das nicht versemmel. Aber Ende März, Anfang April habe ich dann schon wesentlich mehr Zeit wieder. Und dann bringt mir es quasi auch zum zweiten Teil der Frage, was ich denn mir als Vorsitz für meinen Kanal genommen habe. Das wäre im Prinzip etwas mehr mit anderen YouTubern zu machen. Also ich weiß gar nicht, wie die Idee bei euch so ankommt. Denn, ich weiß nicht, es gibt immer Kombinationen zwischen zwei YouTubern, die gefallen mir. Aber das Problem ist halt, wenn man einen davon nicht ausstehen kann, dann ist es halt, dann schaut man sich halt die Videos einfach gar nicht an. Und das ist natürlich ein bisschen tragisch, nach dem Motto, hör ja schon lieber alleine auf, es ist viel besser, den finde ich voll scheiße. Nö. Aber im Prinzip ist mein Ziel, ein bisschen was mit anderen YouTubern zu machen, stand auch schon mal als Vorschlag in den Kommentaren. Also im Prinzip steht ja zum einen natürlich die Portal 2 Koop Test, kann man an, das natürlich mit jemand anderem was, dann habe ich im Prinzip ja, oder werde ich aufgenommen haben, um jetzt mal Futur 2 zu sprechen, das Let's Play The Line zusammen von Next Gen Games und dem guten Julian, also das ist im Prinzip auch das, was schon wahrscheinlich schon gelaufen ist oder auch noch nicht, ich weiß es noch gar nicht. Also für mich wird die Aufnahme noch sein, für euch ist sie vielleicht schon gewesen und deswegen versuche ich 2015 ein bisschen was mehr mit anderen Leuten zu machen. Also quasi aus diesem, ich sitze einfach in meinem kleinen Kabuff und nehme etwas auf, wegzukommen. Ein bisschen mehr zu was mit anderen machen, die da drauf Lust hätten und die auch, wenn ich drauf Lust habe. Und anstatt auch irgendwelche vorschlägige Kommentare, die ja schon mal irgendwie eine Leitstellenfahrt oder sowas mit Omsi. Ist halt wie gesagt alles Sachen, mit denen ich mich dann erst beschäftigen kann, wenn das Abitur rum ist. Und dann schauen wir einfach, was da ist. Also. Schauen wir mal, wo müssen wir denn hin, um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen? Nach Barcelona. Dann fahren wir mal nach da oben und setzen nach Barcelona über. Damit wir es auch geschafft haben und... Oh, melodramatische Lieder hier mal wieder. Toll, außer Silvesteransprache. Hey Josh, wie heißt das Lied bei 1 Stunde 13,5? Wird schwierig, das nachvollziehen zu können. Das ist das Problem. Fahren wir ganz gemütlich da rein. Stellen uns in die Reihe und setzen nach Barcelona über. Nein, ich kann kein Spanisch, ich habe Französisch gelernt. Ob ich es kann, ist die andere Frage. Ich habe es zumindest mal gelernt, aber ein Unterschied zwischen ich habe es gelernt und ich kann es ist natürlich auch so. Warte mal, ich muss auf Eingabe drücken. Professioneller Mensch. Oh, wir haben sogar mehrere Auswahl. Wir müssen nach Barcelona, fahren da ganze 11 Stunden und ich trinke da mal einen kleinen Schluck. Ach, wir fahren Kalium nach Madrid. Okay, wir Chemiker. Kalium, wobei Kalium ist gar nicht mehr so gefährlich. Oh, es ist dunkel. Wieder 3 Uhr, also wir fahren irgendwie, habe ich so das Gefühl, immer zwischen Vormittag und abends, nachts 3 Uhr. Oh, wir haben die Bremse noch drin. Habe ich natürlich gewusst, ich wollte dumm euch testen, ob ihr auch alle aufpasst, natürlich. Gar keine Frage und eigentlich lädt das Lied gerade dazu ein, einfach sich hinzulegen, einfach ein Nickerchen zu halten. Naja. Professionelle Auswahl der Lieder, gar keine Frage. So, dann dürfen wir da vorne einmal nach links rum. Und ich sehe mal wieder nichts. So, und durch die Scheibe sieht man etwas besser. So, dann lass mal den Kollegen. Ach komm, wobei, wir warten. Tag, Kollege, hat uns sogar irgendwie geblinkt, hat uns gegrüßt. Oh, ist das freundlich von ihm. Ich fühle mich so ganz tief im inneren Herzen berührt. Ja, total. Josh, du übertreibst schon wieder. Ja, ist ja okay, ich bin ja schon ruhig. Ist okay. Wir haben noch 8 Stunden vor uns. Das heißt, dann haben wir, was haben wir denn dann da? 4 plus 8. 12 sind wir da, pünktlich zum Mittagessen. Zur Mittagspause sind wir dann da. Und ich denke, schlafen brauchen wir auch nicht mehr. Das halten wir mit unserer Lenkzeitbeschränkung noch aus hier.
Und gerade mit der motivierten Musik im Hintergrund, denke ich, dürfte das alles ganz gut funktionieren. Dum, da, dum, da, dum, da. Okay, das soll ich aufhören. Das hört sich eh ganz schlecht dazu an. Das habe ich schon gemerkt bei meinem... Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Singen, das ist nicht so die Pracht. Da vorne dürfen wir einmal anhalten. Tragisch, tragisch. Ach ja, das nächtliche Barcelona. Schön hier. Zwar irgendwie sehr wenige Straßenlaternen. Das irritiert mich ein bisschen, aber hey. Man kann doch nicht alles haben. Dum, da, dum, da, dum. Die Ampel, die ist rot. Und wir fahren auf der Road. Oh Gott, war das schlechter Wortwitz. Vor allem, oh, dieses schlechte Englisch. Nein, das lasse ich vielleicht besser sein. Das ist, die lassen wir lieber besser, ne? Das ist nicht so der Burner. Finde ich auch nicht. Was hat Robert dazu? Man weiß es nicht genau, man weiß es einfach nicht. Soll mal ein bisschen Licht. Achso, das war schon Fernlicht. Ui. Das ist in der Tat dunkel. Wir kreuzen das Bereich aber Fernlicht aus. Haben wir hier irgendjemanden? Ich sehe eh nichts. Augen zu und durch. Weil man sieht mit Augen zu wahrscheinlich genauso viel wie mit Augen. Mit Augen offen, genau. Das heißt nicht mit offenen Augen geöffnet, das heißt mit Augen offen. Das ist ganz neues Deutsch. Das muss ganz klar so. Das ist Qualität. Oh, Fernlicht wird besser mal aus. Tag, Kollege. Grüßen können wir aber trotzdem noch. Und das wird hier irgendwie echt interessant. Das ist auf der Landstraße, wenn es dunkel ist. Huhuhu. Einspurig mit ganz vielen Kurven gespickt. Wie ein Schinkenspicker der Rügenwalder Mühle. Nein, nix Product Placement. Das ist mir gerade nur so in den Sinn gekommen. Das war, ja, wie gesagt, mit einem schlechten Wortwitz. Das ist nun mal einfach so. Da kann man halt nichts tun. Und hier dürfen wir wieder das Fernlicht ausmachen. Yay. So, die nächste Kurve steht an. Werden wir sie schaffen, das und alles und das noch viel mehr sehen wir alles in der nächsten Folge. Nein, die Kurve schaffen wir noch in der Folge. Schaffen wir die noch? Dramatik. Ganz dramatisch. Sehr tragisch alles miteinander natürlich. So, davon dürfen wir dann geradeaus und wir sagen, bei dieser Gelegenheit beenden wir diese Folge. Ich sag tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich die letzte Folge sein wird vom Let's Play Euro Truck Simulator 2. Also, bis übermorgen, macht's gut und bis dann, tschüss.